So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal zusammen ein Multipack und noch 10 Tütchen von der neuen Lego Ninjago Legacy Sticker Sammelserie an. Das Multipack und die Stickertütchen wurden mir von der Firma Blue Ocean kostenlos für dieses Video hier zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Und wir starten hier mal mit dem Multipack. Das kostet dann 5,99 Euro in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz sind es 7 Schweizer Franken und 90 Rappen. Dafür bekommt man 40 Sticker. Das sind also 8 Stickertütchen, a 5 Sticker plus noch eine Minifigur. In unserem Fall ist es dann Cole. Es gibt aber noch 3 andere Multipacks, also insgesamt sind es 4. Einmal mit Cole, dann gibt es noch den Jay, den Kai und den Lloyd. Von Zane und Nia gibt es leider kein Multipack. Also zwischen den 4 Ninja muss man sich entscheiden. Und ich werde jetzt hier mal alles entfernen und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Die Tütchen sind hier unten wieder mit Tesafilm befestigt, hier oben das hier auch, genauso wie die Minifigur. Durch den Klebestreifen kann man die Tütchen dann auch fast rückstandslos lösen. Also nur hier an den Seiten geht so ein bisschen die Farbe ab. Aber ja, das ist eigentlich ganz okay. Das passt schon, weil die reißt man ja eh auf. Und die Minifigur habe ich hier auch schon mal zusammengebaut. Das ist eben Cole hier mit seinem großen Hammer. Das sieht schon ziemlich cool aus. Zudem trägt er hier eben seinen kurzärmlichen Ninja-Anzug. Die Maske mit dem langen Bandana. Die Figur kennt man ja auch schon aus dem Ninjago-Magazin. Da war er auch schon mal mit dabei. Er hat dann auch hier wieder 2 Gesichter. Gut, und ich würde sagen, den Cole lassen wir mal da hinten ein bisschen dekorativ stehen und wir starten jetzt mal mit dem ersten Tütchen. So sieht das von vorne aus, so noch von hinten. In jedem Tütchen sind dann 5 Sticker drin und unter den 5 Stickern ist dann ein Holo-Sticker, also ein Glitzer-Sticker, das werden wir auch gleich sehen. Der Holo-Sticker in dem ersten Tütchen ist dann hier einmal Lord Garmadon. Der Glitzer-Sticker ist dann auch größer als die Standard-Sticker. Und der Glitzereffekt sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Den legen wir mal hier hin. Dann geht's hier los mit der Nia. Das sind halt so dann die Basissticker. Hier hinten steht dann immer noch die Nummer drauf. Das ist jetzt die Nummer 84. Und die Sticker kann man auch in der Mitte so knicken, damit man die eben ganz leicht ablösen kann und dann aufkleben kann. Dann geht es hier weiter mit Garmadon. Da haben wir dann noch Jay. Das ist dann so ein ausgestanzter Sticker. Und noch Sensei Wu. Okay, das war mal das erste Tütchen. Machen wir weiter mit Tütchen Nummer 2. Hier haben wir auch einen sehr coolen Glitzersticker von Samurai X. Kommt dahin. Dann haben wir hier das Zeichen. Ist das jetzt von Cole oder von Lloyd? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Dann haben wir hier noch den Kai, der gerade Zähne putzt. Dann haben wir hier den Zane. Und nochmal den Zane. Perfekt, nächstes Tütchen. Hier haben wir jetzt einen der Luftpiraten. Auch sehr cool, der kommt mal dahin. Dann haben wir hier Jay, Skylar, Therese und den Polizeichef. Da haben wir noch ein Skelett. Hier ist auch nochmal Therese mit den Ninja, die hier eingesperrt sind. Und nochmal Jay und Cole. Okay, nächstes Tütchen. Hier haben wir einmal den Glitzersticker von Cole. Ah, sieht auch cool aus. Und hier nochmal den Cole als ausgestanzter Sticker. Hier haben wir Cyrus Borg. Dann haben wir hier auch nochmal die Ninja. Und hier haben wir nochmal Jay. Okay, und damit haben wir noch 4 Stickertütchen vor uns. Plus natürlich nachher nochmal die 10, um da nochmal eben besseren Einblick in die Serie zu bekommen. Hier haben wir jetzt einmal den Glitzersticker von Lloyd. Dann haben wir hier die Klinge mit dem eingesperrten Kai. Da haben wir den Kai. Hier haben wir nochmal den Zane mit einem Sandwich und einem Käse. Und hier haben wir nochmal den Lloyd. Perfekt, du kommst dahin. Machen wir weiter mit dem nächsten Tütchen. Hier geht es los mit Meister Chen, dem Glitzersticker. Dann haben wir hier den Jay. Da haben wir den Cole. Und ein paar Steinsamurai im Hintergrund. Der goldene Ninja, sehr cool. Und noch Moro. Okay, 2 Sticker aus dem Multipack haben wir dann noch.
Hier haben wir jetzt einen Teil von dem Puzzle. Also oben sieht man schon mal Meister Wu und MJ, Lloyd und die Nia. Und unten werden dann wahrscheinlich noch die anderen drei Ninja sein. Dann haben wir hier nochmal die Klinge. Ich glaube, die hatten wir doch vorhin schon. Mit dem eingesperrten Kai. Dann haben wir hier die Misako. Da haben wir auch nochmal eine der Klingen. Und hier sieht man nochmal Jay und Lloyd. Und hier vorne auch schon ein bisschen von Zane. Und damit kommen wir zum letzten Stickertütchen aus dem Multipack. Hier geht es los mit dem Glitzersticker von Zane. Dann haben wir hier die Nia. Hier haben wir nochmal den Cole mit dem Geistergesicht. Nada Khan, auch sehr cool, wie er gerade aus der Lampe rauskommt. Und hier hat man nochmal den goldenen Ninja. Das waren also mal die ganzen Tütchen aus dem Multipack. Und jetzt öffnen wir nochmal 10 zusätzliche Tütchen. Gut, los geht's dann mit dem ersten der 10 Tütchen. Die sehen ja gleich aus. Von hinten sieht man jetzt nochmal den Preis, wenn man die Tütchen eben einzeln kauft. Also 80 Cent zum Beispiel in Deutschland und in Österreich. Und wir schauen jetzt mal rein, was wir hier noch drin haben. Hier geht es los mit dem Holo-Sticker von Zane. Dann haben wir hier Cole, Jay und die Nia. Auch nochmal die Ninja. Hier mal Lord Garmadon. Und auch nochmal die Ninja, wie sie das Spinjitzu ausführen. Nächstes Tütchen. Und ihr könnt mir natürlich auch heute wieder gerne eure Meinung zu den Stickern unten in die Kommentare schreiben. Hier haben wir zum Beispiel den Lloyd. Dann haben wir, oh, das sieht auch ziemlich cool aus. Mit Samukai. Der Skelettarmee im Hintergrund. Sehr cool. Dann haben wir hier nochmal den Jay. Hier haben wir Lord Garmadon. Und nochmal den Lloyd. Okay, nächstes Tütchen. Hier haben wir nochmal Samurai X. Das ist jetzt aber eine andere Variante. Ich glaube, das ist jetzt die Legacy-Variante von Samurai X. Sehr cool. Dann haben wir hier Lloyd. Und hier haben wir nochmal Karloff. Der hat jetzt die Nummer 200. Okay. Nächstes Tütchen. Hier geht es los mit dem Glitzersticker von Ronin. Der sieht auch sehr cool aus. Perfekt. Dann haben wir hier den Zane. Da haben wir Lord Garmadon und Sensei Wu. Hier haben wir nochmal den Lloyd. Und hier haben wir auch nochmal Lord Garmadon und Sensei Wu. Gut, nächstes Tütchen. Hier geht es auch los mit einem coolen Sticker von Kai. Sehr cool. Dann haben wir hier Meister Chen. Da haben wir nochmal die Ninja. Oh, das ist auch cool. Hier Pythor. Und nochmal Zane in seinem pinken Anzug. So, nächstes Tütchen. Oh, das sieht auch cool aus hier von Nada Khan. Der Glitzersticker. Perfekt. Dann haben wir hier Sensei Yang. Hier haben wir nochmal Moro. Die Nia. Und nochmal der Jay. Gut, nächstes Tütchen. Hier haben wir jetzt den Glitzersticker vom weißen Pythor. Sieht auch sehr cool aus. Dann haben wir hier nochmal den Moro. Wieder als ausgestanzter Sticker. Dann haben wir hier den Lloyd, nochmal den Pythor, diesmal wieder in Lila und noch Sensei Wu. Perfekt, nächstes Tütchen. Hier geht es los, ich glaube das müsste Bansha sein. Auch richtig cool. Dann haben wir hier noch den Jay, die Nia, nochmal der Pythor. Und hier sind auch nochmal die Ninja. Sehr schön. So, 2 Tütchen haben wir noch. Kommen wir mal zum vorletzten. Mal schauen, was wir hier noch drin haben. Hier haben wir jetzt, wie hieß sie noch gleich? Jetzt fällt mir der Name hier nicht ein. Aber sie war auf jeden Fall bei der Piratenstaffel mit dabei. Wie hieß sie jetzt noch gleich? Jetzt komme ich nicht drauf. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir hier nochmal die Nia, der Cole. Und nochmal Cyrus Borg. So, damit kommen wir zum letzten Tütchen. Und mal schauen, was wir hier noch drin haben. Hier geht es los mit Kryptor.
Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal den Jay, den Cole, den Lloyd und den Cole und nochmal Nia und Kai als kleine Kinder. Das war also mal der letzte Sticker von dem heutigen Unboxing. Gut, und hier seht ihr nochmal alles im Überblick, die Ausbeute von dem Multipack und den 10 zusätzlichen Tütchen. Ihr könnt mir wie gesagt gerne mal eure Meinung zu den Stickern in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.